Hallo, die Herren, und auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch. Hallo, Herr Thiem. Herr Wolf, steigen wir gleich ein. Eine Saison der Superlative, geendet mit 16, muss ich ablesen, können wir die ganzen Zahlen nicht behalten. 16 Siege, 18 Pole Positions, 31 Podestplätze. Der erste deutsche Konstrukteursweltmeister und Doppelweltmeisterschaft von Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Ein deutsches Sprichwort sagt, wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich aufhören. Also erleben wir jetzt, Sie legen den Hut nieder oder ist das der Beginn einer neuen Ära der Silberpfeile? Hallo, vorerst mal. Wir geben jetzt nicht unseren Rücktritt bekannt aus der Formel 1. Wir machen weiter, das ist die gute Nachricht. Mercedes hat sich langfristig zur Formel 1 committed. Wie das Team eingestiegen ist, beziehungsweise wie Daimler sich entschieden hat, das Team zu kaufen 2010, war das klar, dass das ein langfristiges Projekt ist. Und das war am Anfang schwierig. Man ist da durch einige schwierige Jahre gekommen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man diese vielen richtigen Entscheidungen, die gefällt worden sind, auch in Ergebnisse umsetzen kann. Und deswegen wird das auch hoffentlich noch viele, viele Jahre weitergehen. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie verändert? Sie sagen, es gab eine schwierige Anlaufzeit. Wo war dann der Tipping Point, wo Sie gemerkt haben, jetzt kriegen wir das, den Boliden auch zum Laufen? Die Antwort auf diese Frage ist, könnte ich Ihnen eine Stunde erzählen. Fakt ist, dass Umfeld, das regulatorische Umfeld der Formel 1 ist ein ziemlich kompliziertes, weil sich die Governance ist jetzt nicht so wie in großen Unternehmen, wo man langfristig Stabilität hat, sondern was passiert, ist, dass immer wieder kurzfristig, man sich kurzfristig auf neue Rahmenbedingungen einstellen muss. Und wie die Entscheidung getroffen worden ist, in die Formel 1 einzusteigen, ging man davon aus, dass es eine Kostenreduktion geben wird. Und man hat ein Team gekauft, das Weltmeister geworden ist, das allerdings aufgrund verschiedener, sagen wir mal, schwierigerer Umstände Weltmeister geworden ist. Honda hat unheimlich viel Ressourcen investiert in das Team, hatte dann irgendwann einmal keine Lust mehr. Und in diesem einen Jahr, wo Brown 2009 Weltmeister geworden ist, haben sie sich schon in 2008 frühzeitig vorbereitet. Diese Kosteneinsparungen sind dann nicht gekommen und man hat einige Jahre daran laboriert, dass man einfach aus diesen braunen Jahren nicht mehr richtig aufgestellt war. Man hat angenommen, dass man mit wesentlich weniger Mitarbeitern, mit wesentlich weniger Ressourcen das Team betreiben kann und das war dann einfach nicht mehr möglich. Und im Jahr 2012 wurden dann die ersten Weichenstellungen gestellt, um sich auf diese neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Es wurden neue Leute geholt, es wurde die Truppe ausgebaut und es wurde neues Management mit hineingetan und das Modell wurde geändert. Man hat sich die Frage gestellt innerhalb des Vorstands, warum hat keiner der großen Automobilhersteller in der Formel 1 Erfolg gehabt bisher, außer Renault. Und die Schlussfolgerung war, dass diese Renault-Jahre geprägt waren von einem sehr unternehmerischen Ansatz. Das Team wurde damals von Briatore geleitet, ziemlich hemdsärmelig, würde ich sagen. Das ist also heute auch nicht mehr möglich, so wie das damals war. Aber es war ein unternehmerischer Ansatz. Man muss das in der richtigen Perspektive sehen. Wir sind ein kleiner Mittelständler. Wir sind auf der, sagen wir mal, globalen Ebene medial sehr stark präsent, weil Formel 1 in der ganzen Welt, in die ganze Welt übertragen wird und es ist Sport. Aber als Unternehmen sind wir winzig. Und wir agieren in einem Umfeld wie ein kleiner Mittelständler. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Wir sind an den Rennwochenenden in dieser, sagen wir mal, komischen Situation, dass innerhalb des Fahrerlagers, in dieser weniger 100 Quadratmeter, all deine Lieferanten, all deine Mitarbeiter oder viele deiner Mitarbeiter, all deine Sponsoren, der Regelhüter, der Rechteinhaber, all deine Mitbewerber, alles bewegt sich in diesem Umfeld. Und die Entscheidungen, die du treffen musst, sind sehr schnelle Entscheidungen teilweise. Und das kann ein großer Konzern in der Form wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen uns hier unternehmerisch aufstellen. Und so sind Niki Lauda und ich in diese Rolle gekommen, hier als Mitgesellschafter das Team zu führen. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Und so wurden verschiedene
Bausteine dann umgesetzt. Da gehen wir sicherlich später nochmal im Speziellen drauf ein, bevor wir Herrn Thiemer mit einbinden. Eine letzte Frage. Auch die anderen Teams werden sich die Aufgabe gestellt haben, den Hybridmotor sehr effizient und sehr leistungsfähig zu produzieren, zu gestalten. Das scheint Ihnen sehr viel besser gelungen zu sein. Gibt's da für, war das Glück? War, da haben Sie einfach früher angefangen oder ein Jahr auch ja, nicht die vollen sportlichen Erfolge auch einkalkuliert, um dann eine Saison drauf besser zu sein. Wie macht man das? Wie konnten Sie so abhängen? Es war mit Sicherheit nicht Glück, weil alle unsere Mitbewerber wussten, was die Rahmenbedingungen sind. Und wir haben im Jahr 2013 bewusst auch die zweite Saisonhälfte, ich würde nicht sagen geopfert, aber zurückgesteckt, um uns für 2014 vorzubereiten. Unser großer Vorteil ist, dass die Motorenschmiede in Brixworth nur eine halbe Stunde entfernt ist von der Chassisseite und dass die Integration des Motors in das Chassis eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, um früh aus den Startblöcken zu kommen. Wir waren die Ersten, deren Motor gelaufen ist. Wir sind letztes Jahr am 24. Dezember ist der Motor erstmalig im Chassis gelaufen. Das war Wochen früher vor unseren Mitbewerbern. Und wir sind bei unserem ersten Test um 9 Uhr in der Früh, wie die Ampel auf grün gegangen ist, sind wir rausgerollt und haben mit unserer Testarbeit begonnen. Da haben die anderen gerade mal den Motor ans Chassis geschraubt. Und diesen Vorteil haben wir dann über die ganze Saison mitgenommen. Und was heißt das für die nächste Saison? Herr Vettel, darf man ja lesen, der gibt ja schon den Titel für die nächste Saison ab. Er spricht von weiterer Mercedes-Dominanz. Erwartet uns das ähnlich dominant wie in dieser Saison? Na, es werden natürlich hier alle Register gezogen der, sagen wir mal, politischen Einflussnahme und Lobbying. Umso höher man uns jetzt hinaufredet, umso schwieriger wird es für uns, sagen wir mal, das Reglement so beizubehalten, wie es ist. Und deswegen sagte Herr Vettel das. Aber ich würde sagen, es sind die wieder gleiche Rahmenbedingungen für alle. Man weiß, was die Regeln sind und was man entwickeln kann. An dieser Stelle sei auch gesagt, man spricht immer wieder von einem eingefrorenen Motor. Das ist ein Unsinn, der Motor ist nicht eingefroren. Es sind 8% von dem Motor eingefroren, 92% sind freie, ist ein freier Entwicklungsumfang. Das Problem, das unsere Mitarbeiter haben, ist, dass sie glauben, dass sie zu spät sind. Am 28. Februar wird der Motor homologiert. Mit diesem Motor muss man dann das ganze Jahr fahren. Und was die anderen sagen ist, also was Ferrari und Renault sagt, wir wollen gerne einen zweiten Entwicklungsschritt im Juli bringen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Man muss das Stichwort packen. Kostengrenze, dann wird es noch teurer. Ja, es haben sich ein paar schlaue Leute überlegt, warum man wird am 28. Februar homologiert. Man testet den Motor im Auto, dann homologiert man und dann fährt man zum ersten Rennen. Wenn man das jetzt in der Mitte der Saison macht, dann muss man einen Motor homologieren, der nie gelaufen ist, außer auf einem Prüfstand. Weil testen darf man ihn nicht. Das Reglement sagt, es darf nur eine Motorspezifikation laufen. Und für uns hat es den Nachteil, dass wir den allen drei Kunden zur Verfügung stellen müssen, zeitgleich. Das heißt, wir fahren einen Motor, den können wir nur am Entwicklungs-, am Prüfstand entwickeln, den müssen wir dann ins Auto tun, der muss Leistung haben und haltbar sein und allen Kunden müssen wir den gleichzeitig liefern. Also das ist für uns finanziell einfach nicht sinnvoll. Herr Thiemer, wie haben Sie die Saison verfolgt? Also selten dürfte wahrscheinlich ein Glückwunschanzeigenbudget so überstrapaziert worden sein wie in dieser Saison. Wie haben Sie das aus Marketing-Sicht erlebt? Ja, ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, was die Mannschaft uns da gemacht hat. Die Kollegen Toto, Niki und das Team als Marketingverantwortlicher ist das ein Traum. Ja, das müssen sie aktivieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und vor allem mit dem Sprung, den die Formel 1 gemacht hat, Innovationssprung in Richtung Hybrid. Wir sind gerade dabei, im großen Stil unsere Hybridmodelle, unsere Plug-in-Hybrids auf die Straße zu bringen. Da lag es natürlich absolut nah, um zu sagen, wir nutzen das als Kommunikationsthema, Antriebsähnlichkeit, auch die Zusammenarbeit nochmal zu fokussieren in der Motorenentwicklung zwischen Brixworth, zwischen Untertürkheim. Und auf der anderen Seite gibt es noch zwei andere Themen. Das ist logischerweise immer Leichtbau und das ist Aerodynamik. Und wir haben versucht, entsprechende Zitate natürlich in eine Großkampagne zu überführen. Ein bisschen gespielt haben wir auch, ich habe es nochmal mitgebracht, vielleicht hat es ja der ein oder andere gesehen, wir waren auch ein bisschen mutig, wir haben einfach mal den Stern genommen in diesem Jahr, denn so ein Jahrhundertereignis, was sich hoffentlich dann auch wiederholen wird und wiederholen kann, da kann man auch mal ein bisschen mit dem Stern spielen, mit den Fahrern, kommt glaube ich ganz gut an und das, was wir hören, das ist schon ein bisschen ikonisch. Wir haben auch nochmal den TV-Spot dabei, den Sie, glaube ich, auch dann mitverantworten. Da fanden wir spannend, Sie spielen mit der Rivalität auch der
der beiden Fahrer, Rosberg und Hamilton. Können wir den mal kurz abspielen? Ich weiß nicht, ob den jeder von Ihnen kennt oder gesehen hat. Efficiency is combining energy sources intelligently. Recovering braking energy. And putting your entire hybrid expertise on the road. And knowing who's best. It's me. Efficiency at its best. Mercedes-Benz, the best or nothing. Wie begeistert war das Team, als Sie mit so einer Idee auf Sie zukamen? Total begeistert. Wir haben eine super Beziehung zu unseren beiden Fahrern. Wir arbeiten eng mit Nico und mit Luis zusammen. Wir diskutieren viele Dinge, wie man auch im Marketing entsprechend die Formel 1 aktivieren kann. Und da gibt es auch super Ideen von beiden, die bringen sich ein, die wollen sich einbringen. Man merkt das. Wir haben morgen beispielsweise eine Riesenveranstaltung auch für die Mitarbeiter geplant. In Stuttgart nennt sich Stars and Cars, wo wir unter anderem mit dem Formel 1 Auto fahren werden, wo wir aber alle unsere Fahrer nochmal dabei haben. Und so eine Veranstaltung, die wird auch mit den beiden Fahrern zusammen diskutiert. Wir bringen noch ein Sondermodell raus in diesem Jahr vom SL, 19 Stück, hochlimitiert. Da haben die beiden aktiv am Design mitgearbeitet. Da sieht man schon, da gibt es ein ernsthaftes, aufrichtiges Interesse, sich einzubringen. Und da kann man sich, denke ich, auch mal das spielerisch erlauben, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf die Freundschaft und gleichzeitig gesunde Rivalität einzugehen. Eben wurde es kurz angesprochen, Stichwort Absatzzahlen. Daran muss ein Automobilunternehmen sich ja am Ende des Tages dann auch messen lassen. Mercedes hat ja mit einer sehr bemerkenswerten Kampagne, auch sehr mutig, kann sich ja auch quasi im doppelten Sinne Doppelweltmeister nennen, auch mit dem Sieg als Hauptsponsor der Nationalmannschaft, bereit wie nie, haben sie ja darauf gesetzt und ja, ich habe mir das richtige Gespür bewiesen. Also auch dort der Weltmeistertitel, also selten wahrscheinlich so ein erfolgreiches Jahr als Werbeunternehmen oder mit den werblichen Kampagnen. Merkt man das in den Absatzzahlen? Kann man das ablesen? Wir haben super Momentum in den Absatzzahlen, uns geht es richtig gut. Wir haben das Glück, dass wir einen Absatzrekord nach dem nächsten feiern dürfen. Wir holen maßgeblich in China auf. Das sind alles super Botschaften und wir kriegen die richtigen Impulse aus dem Feld. Ich bin überzeugt davon, dass sowas hilft. Ich meine, da gilt der alte Spruch, wenn es läuft, dann läuft's. Und wir haben einfach, denke ich, ein glückliches Händchen gehabt. Fußball, Formel 1, die Weltereignisse, die es im Sport in diesem Jahr gab, aber das ganze Ding geht weiter. Wir haben den Vertrag mit Martin Keimer als Golfbotschafter abgeschlossen und kaum gewinnt er die US Open. Sowas kann man nicht planen, das ist logisch. Ja. Aber man muss ein bisschen mutig sein und ich glaube, den Mut haben wir jetzt auch mehr und mehr bewiesen, zu sagen, wir gehen in die Aktivierung. Ja? Und Motorsport gehört zu Mercedes spätestens seit 1901. Der erste Mercedes Simplex war ein Rennsportwagen und für uns gilt die Devise, und das ist kein Marketing-Claim, das ist eine Haltung. Ja, Racing is a state of mind und nach der leben wir und also wollen wir das logischerweise auch den Menschen näher bringen. Das kam heute schon oft zur Diskussion und zur Sprache, mehr noch im Social-Media-Bereich zu machen. Ich glaube, Mercedes ist da ziemlich weit vorne, wenn man mal vergleicht, glaube ich, 8 Millionen Follower. Ich glaube, Ferrari hat nur 3 Millionen. Also warum da sind Sie da den anderen so weit voraus? Ich glaube, die Marke hat eine unglaubliche Legacy, die sie mitbringt. Die Marke hat Faszinationskraft. Das haben unsere Vorgänger entsprechend über Dekaden lang hart erarbeitet. Und man merkt, es gibt natürlich wenig emotionalere Themen wie Motorsport beispielsweise, die natürlich in den Social-Media-Plattformen auch diskutiert werden. Das sind Dialogplattformen. Man sieht das auch, da sind nicht nur die reinen Followerzahlen. Wir haben mit 22 Millionen Interactions pro Jahr. Da gibt es immer so eine Studie, Social Baker Study, mit Abstand die meisten Interaktionen, nicht nur im Automobilbereich einer Marke, sondern auch aller Marken überhaupt nach Disney. Ich meine, das ist eine Leistung und wir haben sehr, sehr viel investiert in die Digitalplattform und wir werden auch weitermachen. Und ich sag mal, alleine auch, was man auf so einer Social Media Site, auch bei Facebook oder auch bei der Unterplattform mit dem Grandstand für Followers hat, 10 Millionen alleine, die uns dem Mercedes Grand Prix Team folgen. Das ist irre. Mittlerweile 10. Da sieht man, die Leute wollen in der Form dem Team und der Marke folgen. Ja. Wird sowas dann gesteuert eher von Stuttgart oder von England aus?
komplett Hand in Hand. Das können wir, glaube ich, Toto, absolut sagen. Die Zusammenarbeit ist spitze, technisch sowieso. Unser Entwicklungsvorstand Thomas Weber ist natürlich auch maßgeblich mit involviert in Motorenentwicklung. Wir haben kaufmännisch entsprechende Verflechtungen, aber wir haben sie vor allem auch im Marketing. Gerade Social Media ist das beste Beispiel. Das ist Arbeitsteilung Brackley und Stuttgart-Möhringen. Der Content ist das Entscheidende und den erzeugt die Marke und den erzeugt das Team. Vielleicht in dem Zusammenhang sei gesagt, dass wir natürlich auch das Glück haben, dass wir ein Management-Team haben in Stuttgart, die diese Pace mitgehen können. Das ist sehr hands-on, was wir machen. Also ist der Jens, der den Bereich leitet, und auch der Ola Kalenius. Das ist schon wichtig, dass man ein Gegenüber hat, wo man auch schnell Entscheidungen treffen kann. Und das ist der Grund, warum wir in den digitalen Medien auch schnell unterwegs sind. Sie kennen das sicherlich noch von, Sie waren ja auch mal oder sind nur Anteilseigner vom Williams-Team, waren auch da im Vorstand. War das da komplett anders? Kann man das vergleichen? Kann man überhaupt nicht vergleichen. Das Williams ist ein Privatteam, das zwar als Marke historische Relevanz hat, aber keine Autos verkauft oder kein Produkt hat und das nicht als Marketingplattform oder als Werbeplattform sieht, sondern als Rennteam. Bei uns geht es natürlich in allererster Linie darum, die Marke Mercedes zu vertreten. Allerdings geht es auch ums Automobil. Es ist unser DNA, es ist die Geschichte. Also wir fahren nicht mit einem Rennauto durch die Gegend, das jetzt einen Energy Drink bewirbt, sondern es geht um die Kompetenz rund um das Automobil. Stichwort nochmal, Erfolg macht sexy und auch das Thema Vermarktung. Sie entwickeln tolle Motoren, den Weltmeister-Boliden, das kostet viel Geld. Da werden Sie sicherlich jetzt nicht festnageln können, da gibt es viele Medien, auch wir, die darüber fabulieren, schreiben und Experten fragen. Da wird immer wieder spekuliert um die 300 Millionen, da soll es gar nicht so drum gehen. Aber Stichwort Refinanzierung auch über Sponsoring. Inwiefern glauben Sie, dass jetzt so ein Erfolg, inwieweit nutzen Sie dem auch, um noch mehr Geld aus dem Sponsoring zu bekommen? Da sind wir natürlich in der Formel 1 in einer sehr glücklichen Situation, weil die Refinanzierung funktioniert. Wir sind heute... Dann sind Sie aber einer der wenigen, bei denen es funktioniert. Oder? Ja, das ist so, wie Sie gesagt haben, man tut sich natürlich leichter, wenn man auf der Strecke erfolgreich ist. Wir haben in diesem Jahr fast 30% Mediencoverage gehabt, aller Formel 1 Rennen. Das heißt, die Zahlen, die wir unseren Partnern liefern, sind richtig gut. Für Petronas, also unseren Hauptsponsor, haben wir eine Milliarde Euro Gegenwert generiert. Und das ist natürlich auch für jemanden, der das Thema Marketing knallhart rechnet, ein Geschäft. Bei uns im Formel 1 Team über die Refinanzierung des Sponsorships und über die Refinanzierung über die Rechte kommen wir jetzt in eine Situation, dass es Daimler nicht viel mehr als 20% unseres Budgets kostet. Alles andere wird refinanziert. Und das hat natürlich einen unheimlich guten Gegenwert für die Marke. Die Zahlen, die immer wieder durch die Medien geistern, ist unser Gesamtbudget. Aber natürlich demgegenüber muss man noch Einnahmen stellen. Können Sie ja jetzt klaren Tisch machen, wie sind denn die Zahlen? Die Zahlen ist gar nicht so spannend, weil die Zahlen sind offiziell, die gibt es jedes Jahr im September wie das Vorjahr. Wir arbeiten mit einem Budget von ca. 200 Millionen und wenn man davon dann ausrechnet, dass 20% von Daimler getragen wird, ist die Rechnung einfach. Das kriegen wir dann noch hin, ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also ziehen Sie jetzt von Unternehmen zu Unternehmen oder sagen so ein bisschen wie der FC Bayern in der Bundesliga der Nächste bitte bei den Sponsoren? Wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie eine eigene Agentur? Machen Sie das selbst? Läuft Herr Thiemer los? Laufen Sie los? Wie darf man sich das vorstellen? Wir laufen alle, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Modelle. Dieses Cold Callen funktioniert nicht. Also das Telefon in die Hand zu nehmen und sagen, wer passt in unsere Zielgruppe und dann suche ich mir den Marketingvorstand raus, das geht nicht. Es funktioniert über eine Handvoll Agenturen, gibt es nicht viele, aber es gibt ein paar Agenturen, die richtig gut performen, die alle... Also zumindest bei uns und in der Formel 1, wenn es jetzt um Trackside-Sponsorship geht, die größeren Deals bringen. Und dann sind es Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, sie sind an der Plattform interessiert und von da an geht es dann natürlich weiter. Und bei uns haben wir noch den Vorteil, und auch da wieder ist die Pace gewaltig, die der Jens Thiemer oder der Ola oder auch unser Gottoberster, der Dieter Zetsche, an den Tag legt. Wenn wir den Daimler mit all seiner Kraft brauchen, sind die Jungs Gewehr bei Fuß und sich mit der Marke Mercedes gleichzustellen, auf das Auto zu kommen, ist natürlich für viele Unternehmen eine richtig gute Selling Proposition.
Herr Thieme, Sie werden mit unterschiedlichen Vermarktern auch auf anderer Seite, sind im Fußball aktiv, in vielen anderen Sportarten. Warum hat der Motorsport da so eine Sonderrolle? Also das sind ja oftmals dann andere Vermarkter, als es im normalen Sport, wenn ich das so sagen darf, sind. Also die Sportfives dieser Welt, die IMGs, die sind ja jetzt nicht die federführenden Agenturen im Motorsport. Warum ist das so? Gut, der Motorsport ist erstmal eine sehr spezielle Plattform. Ich glaube, da braucht es nochmal die eine oder andere entsprechende Fokussierung mehr. Wir sehen das aber schon sehr ganzheitlich. Ja. Also für uns geht es jetzt nicht nur um die reine Monetarisierung, für uns geht es logischerweise um eine kaufmännische Komponente, aber vor allem müssen die Sponsoren zu uns passen. Und diese Partner müssen entsprechend gezielt, identifiziert, angesprochen werden. Und dann liegen natürlich die Deals dahinter. Aber ich nenne jetzt nur mal so ein Beispiel. Sie haben das mitbekommen, im nächsten Jahr wird Hugo Boss einsteigen bei uns. Das ist ja eine Partnerschaft, die wir in verschiedenen anderen Konstellationen auch schon in der Formel 1 mit uns gesehen haben. Und dahinter liegt ein viel größeres Modell. Wir haben eine globale Partnerschaft mit Boss abgeschlossen im letzten Jahr, die weit ins Marketing hineinragt, die in den Retail hineinragt. Und das ist für mich das beste Beispiel, woher kommt sowas? Normalerweise nicht über den typischen Weg. Ja, das, da spielt auch das Unternehmen und da spielen wir die schwäbische Nähe eine maßgebliche Rolle. Aber wie Toto das auch gesagt hat, die Kombination macht es. Okay. Gucken, wir haben noch zwei, drei Themen und die Zeit tickt. TV-Quoten nochmal ein wichtiges Thema, auch heute schon ein, zwei Mal angeklungen. Ist bei RTL wieder um 1 Million zurückgegangen auf mittlerweile im Durchschnitt 4,3 Millionen. Da ist, glaube ich, zugegebenermaßen das Finale nicht dabei. Das hat es wahrscheinlich noch ein bisschen hochgezogen, aber deutlich unter 5 Millionen. Man war da mal im Schnitt 2001 bei 10,4 Millionen. Wie weh tut das Mercedes? Wie wichtig ist Ihnen das? Wir sehen, man kann die Zahlen jetzt nicht einfach so stehen lassen. Deutschland ist ein Markt, der gewissermaßen unter einem Kater leidet, so kommt es uns vor, der letzten Jahre. Aber wir haben unheimlich gute Reichweiten gehabt in England. Einer der besten Grand Prix überhaupt in Abu Dhabi. Es haben in England, hat jeder Zweite, der Fernsehen geschaut hat, hat den Grand Prix geschaut. Wir haben auch in England, in Italien richtig gute Quoten gehabt. Was einfach passiert ist, ist, dass sich das Medien, also das Konsumverhalten verändert. Dieses Ritual am Sonntag um 14 Uhr den Fernseher sprichwörtlich anzuschalten und dann die 2 Stunden vor dem Fernseher zu verbringen, das findet so nicht mehr statt. Es gibt viel mehr Content, viel mehr Konkurrenz zu unserem Produkt. Statt jeder ist gewissermaßen Produzent geworden. Ich kann alles auf YouTube stellen und kann mir alles ansehen. Und so verändert sich das. Aber es gibt das Nutzungsverhalten, verändert sich auch natürlich auf Handheld-Devices. Die Leute wollen on demand, wherever and whenever das Produkt konsumieren. Und die Krux an der Sache ist, dass wir es nicht schaffen, das heute zu monetarisieren. Wir reden alle, ja, man muss viel mehr in den sozialen Medien machen und man muss viel mehr in den digitalen Medien machen. Wenn man wie die Formel 1 600 Millionen Gewinn erwirtschaftet durch traditionelles Fernsehen mit deinen Partnern Rai, BBC und RTL, dann kannst du die nicht vor den Kopf stoßen und sagen, wir machen jetzt alles for free in YouTube. Und ich glaube irgendwie, das wird sich alles ergeben. Die Technologie wird uns den Weg vorgeben, wie in der Zukunft konsumiert wird. Und da muss man wahrscheinlich Geduld haben, um zu verstehen, in welche Richtung das geht. Aber macht da Bernie Ecclestone genug? Es wird ja immer vorgeworfen, er hat die Maxime für seine Company maximal viel Geld rauszuziehen, aber wenig zu investieren, dass den Rennen dann wieder aufzubürden, die dann höhere Gebühren zahlen müssen. Dadurch werden die Tickets wieder teurer, dadurch kommen weniger Menschen zu der Rennbahn. Also ist das nicht ein Teufelskreis, dass man das immer weiter steigern will, als auch mal in die Zukunft zu investieren? Man muss immer über die Nasenspitze hinausschauen. Was ist Bernie Ecclestones Auftrag? Er ist 84 Jahre alt und vertritt einen Shareholder, der kurzfristig interessiert ist. Das ist ein Private Equity Fonds, der kurzfristig optimiert und das muss man verstehen. Das sagt er auch. Und so wie ich vorher gesagt habe, er generiert 1,3 Milliarden EBITDA mit
Sanction Fees, das heißt, was Promoter zahlen, um den Grand Prix auszutragen, und mit Fernsehgeldern. Jetzt können wir alle sehr schlau durch die Gegend rennen und sagen, du musst viel mehr in den digitalen Medien machen, nur die bezahlen ihm dafür nichts. Der Fernsehsender bezahlt. Das heißt, die Zukunft wird sein, dass man mit den bestehenden Partnern neue Formate entwickelt und neue Konzepte entwickelt. Und das passiert gerade. Aber die Technologie muss es vorgeben und das kann man auch nicht überstürzen. Man muss verstehen, was man macht, und ich glaube, die Formel 1 ist als Produkt zu groß, um Experimente zu machen. Und ich bin davon überzeugt, wie man in Englisch sagt, it's all gonna fall into place, es wird einfach passieren. Okay. Ich habe immer mit einem Auge die Zeit im Auge. Von daher nochmal ganz wichtiges Thema: Insolvenzen in der Formel 1. Herr Thiemer, Sie waren vorher bei der Kommunikationsagentur CNC in führenden Managementpositionen tätig, die vor allem spezialisiert sind auf Krisen-PR. Wie würden Sie das aus dieser Brille auch oder aus dieser Perspektive nochmal sehen, die Insolvenz von Caterham und Rhône? Insolvenz von Marussia. Welcher Imageschaden hat die Formel 1 dadurch genommen aus Ihrer Perspektive? Oder hat sie einen Imageschaden genommen? Ich weiß nicht, ob man da von einem Kollateralschaden sprechen kann, wie das an der einen oder anderen Stelle versucht wird, da reinzureden. Das ist natürlich unternehmerisches Risiko. Gehe ich rein, gehe ich nicht rein? Ich habe unterschiedliche Konstellationen, über die haben wir gesprochen. Das haben wir immer schon gesehen in den letzten Jahren, dass es solche Fälle gibt. Wir haben natürlich andere Voraussetzungen, wenn wir in solchen Konstellationen wie jetzt wir als Mercedes da unterwegs sind. Aber ich weiß nicht, Toto, ob du das nochmal aus einer anderen Perspektive siehst. Für mich aus Vermarktungs- und aus Marketinggründen ist das natürlich schade, ja, wenn der ein oder andere dort dann wieder rausgeht kurzfristig, aber es spielt jetzt nicht die große Rolle. Herr Ecclestone sagte vor dem abschließenden Rennen in Abu Dhabi, als ja Caterham Crowdfunding gemacht hat, er will keine Bettler haben. Vielleicht ein bisschen unglücklich rübergekommen, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Ansporn für Dritte, jetzt in die Formel 1 reinzukommen. Der Countdown macht mich da ganz nervös. Ja, der macht mich auch nervös. 44 Sekunden, dann. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay. Wie wir begonnen haben, Formel 1 zu machen, als Marke haben wir natürlich eine Vorstellungskraft, wie die Formel 1 sich, oder eine Vorstellung, wie die Formel 1 sich zu verkaufen hat. Und ich kann mich erinnern, am Anfang sind wir natürlich wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegend gelaufen, immer wenn es irgendein Skandelchen gab, über das berichtet worden ist, und haben versucht, das zu bügeln. Die Wahrheit ist, es ist nicht notwendig. Die Formel 1 ist, was sie ist, weil sie kontroversiell ist. Ecclestone sagt auch, any news is good news. Und die Formel 1 bleibt in den Medien. Das schafft er, ja. Das schafft er auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, dass die eine oder andere Schlagzeile hätte sich im Nachhinein vielleicht auch gerne vermieden. Aber Fakt ist, wir diskutieren sogar darüber, ob Crowdfunding richtig ist für ein Formel 1 Team oder nicht. Das steht in der Zeitung und damit steht die Formel 1 in der Zeitung. Und so muss man sehen, das ist sein Konzept und das war es immer. Abschließende Frage. Zitat von Christian Horner, der gesagt hat, Manchester United würde ja auch nicht kleine Clubs unterstützen. Da würde ich ihn gerne ein Stück weit berichtigen. Das ist im Fußball ja sehr wohl so, dass große Clubs wie FC Bayern München, die in der Eigenvermarktung sehr viel mehr erwirtschaften würden, eine Gesamtvermarktung der Liga eingehen, weil sie wissen, wir brauchen hier auch ausgeglichenen Wettbewerb und wir müssen die Kleinen auch ein bisschen pimpeln und peppeln, sonst gibt es sie bald nicht mehr. Oder wir werden immer Meister mit 20 Punkten Vorsprung, da sind wir ja nicht mehr so weit von entfernt. Aber andere Thematik, hat da die Formel 1 einen richtigen Blick auf die Dinge, dass man sagt, doch, wir müssen die kleinen Teams noch viel mehr stärken, weil dann haben wir auch eine Ungewissheit, wie es am Ende ausgeht und dass man nicht so eine Dominanz hat und das bringt uns am Ende des Tages auch wieder mehr Zuschauer. Die Rolle und die Agenda von Horner ist, dieses Team, sein eigenes Team, so erfolgreich wie möglich auftreten zu lassen und den Umsatz oder das Income so hoch wie möglich zu halten. Und das muss man verstehen, das ist die Agenda, dafür wird er bezahlt. Tatsächlich ist es so, dass der Eigentümer der Formel 1 hier gefragt ist, auch um mit Lösungsmodellen zu kommen, um diese kleinen Teams am Leben zu halten. Wir als Mercedes haben den Standpunkt eingenommen, dass wenn der Kuchen jetzt anders verteilt werden muss, weil Marussia nicht mehr dabei ist, dann sind wir durchaus bereit, hier im Sinne der kleinen Teams einen Schritt zu machen. Der würde wie aussehen? Naja, es fällt der Marussia-Umsatzanteil fällt an alle Teams. In dem Fall sind wir sogar diejenigen, die dann am besten herauskommen, weil wir Weltmeister geworden sind. Und das wird ja nach Performance aufgeteilt. Und wir haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, hier
die kleineren Teams zu unterstützen, wie auch immer das Modell ist, ob es mittels eines Darlehens ist, kurzfristig oder langfristig, ob man ein Jahr darauf verzichtet oder zwei Jahre. Also es gibt verschiedene Modelle, aber wir sehen das von unseren, sagen wir mal, Co-Stakeholdern nicht. Und das beginnt bei CVC und geht bis zu Ferrari und Red Bull, die sagen, das Thema ist uns nicht, ist nicht unser Thema, sondern das ist das Thema der Teams, womit sie ja auch eigentlich recht haben. Also ich widerspreche mich jetzt quasi die ganze Zeit. Wenn die Teams, die in eine Situation kommen, dass sie von einem Schuldenberg erdrückt werden, da muss man sich fragen, sind sie richtig gemanagt worden? Und das ist die unternehmerische Verantwortung, die man hat, dass man das ausgibt, was man hat. Und wenn man mehr ausgibt, muss man einen Plan haben, wie man es zurückzahlt. Und wenn man diesen Plan nicht hat, dann hat man nirgendwo was verloren. Nicht in der Formel 1 und in keinem anderen Unternehmen. Gut, aber in der Fußball-Bundesliga kriegen die Clubs verhältnismäßig gleich verteilt viel TV-Geld. Das scheint ja in der Formel 1 anders zu sein, wo große Teams sehr, sehr, sehr leistungsabhängig sehr viel bekommen, kleine Teams sehr wenig. Sieht man in der spanischen Liga, dass das nicht besonders, wie gesagt, den Wettbewerb anheizt, eigentlich ein Problem für die Zukunft. Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Es gibt in England, es gibt das Financial Fair Play. Du gibst nicht mehr aus, als du einnimmst und du hast eine Ausgabendeckelung und keines der Modelle funktioniert. Also wo immer man liest, ist die Fußballclubs beklagen sich genauso über die sogenannten Sugar Daddies aus Middle East oder aus Russland, russische Oligarchen, die hier die Teams fluten mit Geld. Ich denke, das System kann nicht sozialistisch sein. Das System kann nur funktionieren aufgrund des Marktes und beziehungsweise aufgrund der normalen Stellhebel, die für jedes andere Unternehmen da draußen gelten. Wenn man versucht einzugreifen, halte ich das nicht für eine gute Idee. Gefahr, es würden immer mehr kleine Teams wegbrechen, man wird eigentlich ein bisschen von der Formel 1 zur DTM nur noch, ich übertreibe, 3-4 Hersteller. Ist das eine reale Gefahr? Ist das eine reale Gefahr, dass einem wirklich so Teams wegbrechen? Dann kam ja auch mal ins Gespräch von Herrn Ecclestone, dass die großen Teams dann auch mit 3 Boliden fahren müssten. Ist das realistisch für nächste Saison? Es gab in der Formel 1 immer wieder Zeiten, wo Teams gegangen sind und gekommen sind. Und ich könnte Ihnen jetzt wahrscheinlich, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass es 100 Teams gab bisher. Und es gibt großartige Namen von Ligier über Eros über und zig andere, die mir jetzt nicht einfallen, die kamen und gingen. Und viele mit Insolvenzen. Also ich glaube nicht, dass es anders ist als früher. Das Ganze wird natürlich medial viel stärker in die Welt hinausgetragen jetzt. Und so wie ich das im Moment sehe, wie Marussia und Caterham in die Formel 1 gekommen sind, vor 5 Jahren waren die Rahmenbedingungen andere. Es waren private Unternehmer, die hinter diesen Initiativen gesteckt sind. Und die haben jetzt einfach herausgefunden, dass das Modell für sie nicht sustainable ist. Das ist die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass uns mehr Teams wegbrechen werden. Zumindest ist das Feedback, was wir von den Teams bekommen haben, sondern es wird jetzt nun einfach verhandelt, wie dieser Kuchen anders aufgeteilt werden kann. Und ich denke, das ist wahrscheinlich Business as usual. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie nach der Feierwoche aus Abu Dhabi angereist sind, auf dem Zwischenweg nach Stuttgart. Ich wünsche Ihnen eine tolle Feier. Herzlichen Dank. 100 Teams in der Formel 1, der erste deutsche Konstrukteursweltmeister. Toll, dass Sie da waren und nochmal einen schönen Abend hier.